So, willkommen zurück. Das ging ja alles wie geschmiert und wie Butter. So, nach dem Team Green haben wir jetzt direkt im Anschluss wieder ein Match der Alphas, nachdem sie in der ESEA League leider eine Niederlage widerfahren haben oder mussten. Haben wir jetzt ein 99 Damage League Spiel, wo sie jetzt anscheinend auch direkt confident die Messerrunde gewinnen mit 4 Leuten. Sehr schön. Und ich passe jetzt nochmal ganz kurz das Ding an und dann. So, wir gehen live. Und zwar fängt das Team von Myros Academy Alpha auf der T-Seite an. Und Iratum Vultures Esports auf der CD-Seite. Wir haben bei Myros Academy Alpha die üblichen Verdächtigen: Danny Cash, Wolf, Treffy, Horko, HBXen. Und bei Iratum haben wir einmal den Nere, den Steelth, den Guglu, Uptrax und Kunibert. So, erste Map des Best of Tours geht live: DE Overpass. Und so langsam brauche ich was zu trinken. Also, dieses. Die ganze Gequassel, das macht meinen ganzen Mund trocken. Also verzeiht mir, wenn ich da hier mal ganz kurz mich mute. Aber das machen wir erst später. Jetzt genießen wir erstmal die erste Runde. Guglu macht den ersten Frag. Macht den zweiten gegen Wolf. HPX muss da jetzt langsam rumziehen. Wird von Guglu rausgenommen. Er mit dem dritten Frag. Alles drei Headshots. Und der vierte, der sitzt ebenfalls. Wunderschön von Guglu. Wurde dafür nicht bestraft, dass er da die ganze Zeit im Toxic stand. Aber macht schöne Klicks. Damit die erste Runde an Iratum. Für die, die es wissen wollen, die zweite Map wird DE Cash sein. Also ähnliche Konstellationen wie eben. Und es soll Richtung A gehen. Uptrax mit Steels zusammen in der Mitte. Und Steels wird da ein bisschen auf Kader erwischt. Jawohl, Horko macht den Frag. Uptrax, er face da nochmal rein. Wird dafür nicht bestraft von Wolf. Ja, dieser Frag wäre jetzt wichtig gewesen von ihm. Und die ziehen sich nochmal gut zurück. Die Bombe, die bleibt aber alleine da vorne. So, Chaffy zieht sich jetzt erst zurück. Naja, eben hatten wir auch den Oberpass und den Cache, ne? Naja. Gleiche Map-Konstellation. So, schöner Frag von Wolf in dieser Force-Runde. Macht nicht den nächsten, obwohl er low ist. Schade. Aber 2 gegen 3 Situationen aus Sicht der CTs. Chaffy mit dem nächsten schönen Frag. Damit nähere Last Man Standing. Er hat nur eine MP9. Und wird dann direkt aus dem Spiel genommen von HPXen. Also, schöner Force-Buy. Die CTs, die forcen ebenfalls. Kaufen erneut runter. So, und wir haben Uptrax und Steels im Connector und der A-Spot ist komplett frei. Warum die B-Spieler jetzt zum Beispiel nicht kurz vorgehen, das ist mir gerade ein Rätsel. Sie haben Connector komplett safe und dann könnten sie locker kurz einnehmen auf B, aber das machen sie gerade irgendwie nicht. Dafür die Deckung im Connector. Wäre fast aufgegangen, wäre Chaffy ja nicht mit seiner MP9. Der da gut rumzieht und damit auch den Guglu damit zum A-Spot rumforst, dass er verschieben muss. So, und der Aufbau der T's, der ist gerade sehr gut, dass sie langsam aufbauen, nicht überhastet spielen. Sie haben noch genug Equip. Wir sehen es, viermal Smoke. Sprich, der A-Spot kann locker eingenommen werden mit den einstudierten Smokes. Da sind sie nämlich auch. Und Guglu, der Einzige auf dem Spot, kann jetzt callen, dass da was kommt. Kunibert ist schon am Verschieben. So, die Flash. Da fehlt noch eine Flash, die ein bisschen weiter ist. So, Wolf, halb im Sprung. Schöner Schuss.
So, Kunibert, Last Man Standing ist bekannt. Mach nochmal einen Flag gegen Wolf. Danny Cash kriegt dann nochmal schöne Hits. Beziehungsweise einen Hit. Force dann nochmal gegen die Deagle rein. Macht den Flag am Ende. Runde safe. Damit erneut eine Eco bei den Jungs von Iratum Vultures. Weil sie eben geforst haben, müssen sie jetzt in der vierten Runde in die Eco. Haben komplett auf Risiko gespielt. Oh, Danny Cash weiß einfach genau, was er machen muss. Muss da jetzt aber aufpassen. Also wird er gerade komplett überrascht. Kann auch keinen machen. Aber die Jungs, die müssen jetzt darauf reagieren. Die brauchen gerade viel zu lange. Horko, er muss da jetzt vorpushen. Er muss da den Spot einnehmen. Die Smoke, sie liegt nicht. So, Horko muss jetzt nur überleben. Er hat den kompletten Spot eingenommen. Kann mindestens zwei Leute ansagen. So, und jetzt kommen die Smokes. Schön gespielt von den Tees. Und Chefi passt da wunderbar nach hinten auf. Damit nähere Last Man Standing hat nur die Galil. Kriegt sogar jetzt durch die Wand. Wolf mit dem letzten Shot. Das sieht doch mal komplett anders aus als das erste Match in der ESEA. Am heutigen Abend natürlich, das was ich meine. Aber komplett ausgewechseltes Team. Die Pause scheint sich gerade ein bisschen bewährt zu haben, die sie hatten. Die hatten ja gerade kurz zur Schnaufpause eine Stunde lang. So, Danny Cash und Wolf mit den ersten Frags. Nere ist der einzige Spieler auf dem B-Spot, fällt dann auch. Damit haben wir nicht mal nach 20 Sekunden ein 2 gegen 5. Und der B-Spot ist komplett eingenommen. So, Upjax sollte da eigentlich noch weg. Einfach nur noch Waffe durchbringen. Ja, aber der Treffy, der lauert schon. Der ist schon am Handen. Steals wird er da zwar nicht mehr begegnen, aber ab Uptrax kann er gleich noch erwischen. So, Uptrax muss langsam moven. Wenn er da stehen bleibt, wird er durch die Bombe sterben. So, und Treffy hört ihn. Easy Frag, kein Problem. Uptrax hätte da viel früher wegmoven müssen. Oder halt schleichen mit Fokus, dass da jemand stehen könnte. Somit das 4:1 für die Alphas. Steve alleine mit seiner M4 aus der vorherigen Runde. Gucken wir mal, was er daraus machen kann. So, ist der einzige A-Spieler und es wird Richtung A aufgebaut. Wir haben wieder einen vor B, diesmal HPXen, der besser auffasst als seine Cash eben. Und diesen einen Frag auch macht. Also, auf dem B-Spot, wenn man sich jetzt von hier diesen Mollo wirft, den Danny geworfen hat, Richtung kurz, B kurz, dann muss man halt Fokus darauf haben, dass die halt lang pushen. Vor allem halt in der Eco, weil da können sie ja nicht durch. Das wäre sehr fatal ohne Kevlar und von daher, da hätte Danny Cash komplett Fokus auf lang haben müssen. Vor allem mit den Waffenvorteilen. So, Waffe ist down, Field wurde gefragt. Kunibert und Guglu Last Man Standings. HPX und Chaffee im Duett machen die letzten beiden Frags. Damit haben wir das 5:1. So, CDs können kaufen. Wir werden auch eine AWP sehen. Jawohl, bei U-Tracks, da ist sie.
Und auf Seiten von MyRisk haben wir bei HPX und die AWP. Allerdings wird es ein Go Richtung B. Und die Flash, sie ist perfekt. So, der Frack, der Frack, der Frack, der Frack. Da ist er. Kam ein bisschen spät, allerdings ist der Frack da. Das ist das, was am Ende zählt. So, Nere aus dem Window macht halt drei schöne Fracks. Damit ist die Überzahlsituation für die Zed ist da. Und die Rotation, sie ist sehr, sehr schnell. Und Uplex macht den einen Frack auf kurz. Kunibert mit dem letzten gegen Horko. Also Nere macht die Runde klar aus dem Window oben. So, Horko battelt sich da ein bisschen mit dem Mittelspieler, kriegt da auch sehr, sehr viele Hits, hat nur noch 37 HP left. Ja, und Guglu versucht den Spray, jawohl, Wolf wohl getroffen. Aber weil er sprayt, hört er den Boost nicht. Ah, sie lösen den Boost zu früh auf. Und die wurden gesehen. So, Verhaltenaufbau. Es wird gerade wenig riskiert. Es wird schön eingenommen, schön langsam. Horko wartet auf seine Mates, geht dann gemeinsam vor. Danny Cash steht genau neben ihm. Das Problem wird jetzt sein, Kunibert hat eine riesen Position. Da kann er richtig Schaden machen. Kann auch ansagen, dass Horko da ist. Und ich weiß nicht, ob Horko damit rechnet. Nein, tut er nicht. So, Steals. Muss da mindestens einen machen. Die Bombe wird durchgelegt. 3 gegen 3 Situation. Wolf räumt da nochmal auf. Schön von ihm gespielt. Er rechnet auch mit Steals hinter dem Truck. Er sieht jetzt die Füße. Schön. Nachladen. Durch die Wand sprayen. Aber nein. Was macht denn Wolf? Oh, so eine schöne Runde. Und Nere. Eieieiei. Was macht denn Wolf da? Da will er zu viel. Warum sprayt er da durch die Wand? Warum sprayt er durch die Wand, wenn er danach direkt gefrackt werden kann? Das ist... Wenn er sprayt, muss er sich so hinstellen, dass er halt nicht gepusht werden kann. Eieieiei. Also, die Runde geht auf Wolf. Obwohl er 3K gemacht hat. So, Vorteil ist allerdings, dass das Geld resettet wurde. Es hat nur einer überlebt. Das heißt, sie mussten wieder komplett runterkaufen. Und die Cs, sie haben nochmal Geld für 5 AKs. So, Kunibert ist da close im Connector. Wird doch abgezielt von Treffy. Ja, Danny muss da aufpassen, nicht, dass er gleich gebankt wird. Danny Cash. Und Guflu. Ja, Danny Cash kriegt sogar die Hits. So, Tür ist auf, Traffic kommt vor. Aber die Fracks sind da. Kunibert und Steals aus dem Connector. Und Horko kommt ein bisschen zu spät. Aber Refrag ist da. So. Horko steppt da ganz, ganz gut weg. Baitet den AWP-Schuss raus. Damit 1 gegen 3 Situation. Knappe Kiste. Aber schön von Horko aufgepasst, dass er da nicht einfach so in die AWP reinrennt. Und er könnte die AWP jetzt sogar backstemmen. Abstracts, der Frack wäre jetzt wichtig gewesen. Er macht ihn auch. Horko, warum gehst du da mit dem Messer rein?
Dennoch, Runde safe. Die AWP wird, denke ich mal, durchgebracht werden. HPX ist zwar nochmal da, obwohl. Ja, Wolf, der hat Bock. So, AWP wird durchgebracht, aber die Zähne ist, wir müssen in die Eco. Es sei denn, die Faust sind mit Pistols rein, aber das würde keinen Sinn machen. Sie brauchen Equipment. Das heißt, sie müssen jetzt in die Eco gehen. Jawohl, machen sie auch. Richtige Entscheidung. Vor allem auf Overpass braucht man dieses Equipment, dass man B-Lang und B-Kurz wegsmoken kann oder mollen kann, um halt irgendwelche Sachen einzunehmen. Und das Deck von den Jungs ist genau das Richtige. Und was machen die Ts denn da? Setzen sich alle drei nebeneinander hin, auf den Hosenboden. Und sprayen durch die Holzwand. Sag mal, hackt's oder was? Also verdient wäre es jetzt gewesen, hätte Kuklo mit der Diegel einfach drei Klicks gemacht. So. Klick, klick, klick. Taube 1, Taube 2, Taube 3, Stange ist wieder frei. Kann der nächste rauf. Eieieiei. So, Nere mit seiner Mach 7 in dem Connector drin. Ja, positioniert sich da gut. Ah, schöner Mollo da von Horko. Forst den da sogar raus, wäre er da gestanden, hätte Chaffee ihn sogar gehört. Aber Nera hat das perfekte Timing erwischt. Und Chaffee wird dafür auch bestraft. Chaffee ist da wieder alleine. Null Hilfe. Horko, komplett irgendwo anders, aber nicht in der Nähe vom Connector. Und Chaffee geht alleine vor, wird dafür bestraft von der Mac 10. Danny Cash mit dem späten Refrag. Kassiert aber nochmal ordentlich Hits. Ich glaube, mit der Mac 7 wäre Danny Cash tot gewesen. So, Kuklo zieht rum, macht den Flag, zieht sich gut zurück. Schönes. Also, schön gespielt von ihm. Fester rein, Horko mit zwei wichtigen Frags, macht den Spot nochmal offen. Steelth ist da, hat aber nur eine UMP. 2 gegen 3 Situation, Horko ist low. So, und der Boost geht da auf. Ach, die Ts, die machen das richtig gut. Sie stellen sich einfach komplett defensiv hin. Ziehen da gar nicht rum. Kunibert hat jetzt, glaube ich, Monster gespottet. Wird da von seinem Mate ges. Oi, ah, bitter. Also die Idee mit der Flash war auf jeden Fall sehr gut. Die war ein bisschen kurz. Hat sein Mate halt komplett blind gemacht. Schade. Also, Kommunikation nicht ganz zu Ende gedacht. Hätte vielleicht die Ansage kommen müssen. Achtung, die kommt in die Luft oder so. Ja, Ruhepotter, das Alpha-Team führt 8 zu 3. Das Ergebnis ist allerdings ein bisschen eindeutiger, als es eigentlich sein könnte. Also, die Runden sind sehr knapp. Horko muss da aufpassen. Ist alleine mit der Bombe. So, er muss jetzt da eigentlich auch Support kriegen von HPXen. Treffy, schönes Aim. Hat gut nach hinten aufgepasst, damit das 9 zu 3. Und Iratum Vultures müssen langsam mal Runden holen. Sie haben jedes Mal die Möglichkeit, verlieren dann allerdings einen Spot, der wird dann von den Ts eingenommen und der Retake wurde bisher nicht erfolgreich gespielt. So, Uptracks. Was kann er machen mit seiner AWP? Ah, verschießt und Wolf zieht da einfach rum. Kunibert hat da eine All-In-Position. Sollte diese gecheckt werden, hat er keine Chance, wird sofort aus dem Spiel genommen.
Sollte die Pose nicht gecheckt werden, kann er die komplette Runde klar machen. Alleine. So, die Position wurde gecheckt, damit wurde er sofort aus dem Spiel genommen, wie ich das auch vorher gesagt habe. Also, Safe Call halt. Kuklo macht nochmal einen, danach ist das Spot aber komplett clear. Danny Cash und Taffy räumen da auf. Nähere Last Man Standing. So, Nähere macht der Keil mehr. Danny Cash zieht da rum mit der Glock, macht den Frag. Damit das 10 zu 3 auf Overpass. Schön gespielt. Der Tempowechsel. Guter Call von den Tees, dass sie einfach mal ein bisschen schneller spielen. Vorher haben sie relativ viel abgezielt, einfach gewartet, bis die Tees irgendwas machen. Hat sie natürlich sehr bewährt bisher, aber ein Tempowechsel hat den die Runde noch sicherer. Also, sie war noch einfacher. Zumal Tees halt auch wenig Equipment hatten und dann auch sofort rausgenommen werden konnten. Die AWP auf Toiletten kurz. So. Und von daher. Rocco mit dem ersten, Wolf mit dem Refrag. Damit der A-Spot schon wieder komplett geclearet. HPX wird da wieder geholt von Nere, der mit seinem Max-7 in dem Connector steht. Macht auch den zweiten gegen Danny Cash. Ich dachte, er schießt. Und wir haben die Situation Traffy 1 gegen 2. Also endlich mal die Fracks von den CTs. Und die AWP zielt da gut ab. Nere mit einer super Runde. Ja, Jan, das können wir mal irgendwie versuchen klar zu machen, definitiv. Also solltest du da wirklich dran Interesse haben, dann einfach nochmal mit mir sprechen oder mit Doktor, wem auch immer, und dann. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Diesmal soll es schnell Richtung B gehen, die Smoke von Nere, perfektes Timing. Damit kann der Fokus auf dem langen Spot bleiben. HPX mit seiner AWP kann da aber gleich reinlinsen. Macht er sogar auch. So, und die Jungs, die nehmen einfach den gesamten Spot auseinander. Jeffy passt wieder. Ach Quatsch, gar nicht wahr. Wolf passt wieder schön nach hinten auf. Jeffy unterstützt ihn da. Damit haben wir das 11 zu 4. Aber trotzdem, schön gespielt, schöner Go, ist komplett aufgegangen. Die Smokes, die Lagen, die Mollos, die kamen. Die Spieler hatten überhaupt keine Chance. Und die CDs, sie haben kein Mittel gefunden, dagegen zu halten. Also das Problem war wirklich, dass sie immer einen Spot verloren haben. Und ja, die anderen Mates, die übergeblieben sind, mussten dann immer retaken und das ist halt immer extrem schwer. Vor allem auf Overpass, wenn die Ts so viel Raum kriegen, dass sie Richtung Zeltreppen durchpushen können auf A oder Richtung Graffiti auf B, das ist dann immer sehr, sehr, sehr schwer zu retaken. Von daher absolut kein Vorwurf. Das Problem ist einfach, dass dann die Spieler auf den Spots zu wenig gemacht haben oder zu schnell gestorben sind. So dass die Rotation halt nicht kommen konnte. So. Aber die Map ist noch absolut offen. 4 zu 11. Wir gehen live. Und es geht schnell Richtung A. Allerdings ist die Bombe down. Und Nere muss da nochmal zurück. Und Horko wird da gesaved von seinem Mate. Von Wolf mit einem schönen Klick. So, Horko hat da noch mehr gespottet. Wolf! Oh, was geht denn mit Wolf ab? Wolf, mach das Ace! Nein! Nere, mit einem 3K, muss ebenfalls auf das Ace gehen, um die Runde klar zu machen. Aber HPX zieht rum und macht den Frag.
Die Alphas, die haben richtig Bock auf Overpass, man merkt's. Also die haben da wirklich einige Sachen einstudiert, sie haben da wirklich eine Knowledge of the Map, sodass sie ja wirklich sehr, sehr, sehr selbstbewusst agieren können, auch wer was macht, wer was wann macht und so. Also die Demos oder die VODs auf YouTube, die kann man sich auf jeden Fall gönnen, definitiv, ja. Und wenn man sich die VODs gönnt, kann man auch direkt abonnieren und dann immer schön kommentieren und liken, ne? So wie sich das gehört. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn uns da ein bisschen unterstützt. So, es geht diesmal schnell Richtung A. Rocco wird da auch gerade erwischt, ist da komplett im Freien, hätte da einfach im Eck bleiben müssen. Damit, boah, hab ich einen schönen Nade. Das 2 gegen 4. Und Jeffy muss da aufpassen, jawohl, macht den Frag. Wolf ist da aber noch weggesmoked, muss da aufpassen. Schöner Fokus nach hinten. So, diese 2 gegen 2 Situation, sie ist noch machbar. Jeffy hat das Kit. So, Jeffy ist gefallen, das heißt, das Kit ist down. Und Steels muss da einfach nur noch spotten. Macht er gut. Und Wolf wird das nicht mehr schaffen. Das ist keine Schleichwerbung, das ist aktive, diskrete, ganz normale Werbung für unseren YouTube-Channel. Wir machen das Ganze für euch, von daher ist alles in Ordnung, wenn wir dafür Werbung machen oder nicht. Das ist auch keine Schleichwerbung, da würde ich irgendwie so einen Scherz draus machen. Oder so eine Produktplatzierung oder sowas, aber... So, der Force Buy, er geht auf und die CDs, die forcen erneut rein. Richtige Entscheidung, sie haben den ganzen Vorsprung erarbeitet auf der ersten Halbzeit. Das heißt, sie haben jetzt genug Möglichkeiten, nochmal hier gegen zu wirken. Und wenn sie jetzt diese Runde jetzt holen, ohne dass die Ts die Bombe legen können, dann haben sie einen deutlichen Vorteil in der Folgerunde. So, aber Danny Cash, der war schon gefallen. Hat auch die nächsten gespottet, Hawko. Wow, Rocco, schade. Hätte er den dritten Spieler noch gemacht, oh, das wäre so goldig gewesen. So, Wolf. Wolf ist am Feier. Macht da nochmal ordentlich Schaden. Die Rotation in Richtung B ist da. Wolf realisiert es relativ schnell. Kann gut verschieben. Kunibert nimmt den Raum gut ein. Wolf geht aber Richtung Window. Und wenn jetzt die Bombe da durchspringt, ohne dass die Smoke da liegt, die jetzt da liegt, dann wäre die Runde eventuell... anders verlaufen. So, Wolf. Wird da von Kunibert wunderbar abgezielt. Keine Chance. Till, ich kontrolliere das nachher, ob du uns followst oder nicht. Also, wenn du nicht followst, dann dann wirst du Ärger kriegen, ne? Von ganz oben. Von ganz oben. So, 12 zu 6. So, und die CTs, die stacken auf lang und das geht gerade auf. Sie machen den ersten Track. Steals ist da alleine. Macht einen, veraimt, kriegt den Headshot, 2 HP left, ein Hit und er ist down. Schön gespielt von den CTs. Also, es ist eine Full Eco. Also, jede Waffe, die sie jetzt kriegen können, sehr gut. Bombe wird gelegt, die CTs sind am Verschieben. Rocco ist schon von hinten da. Ja, seine Mates kommen auch gerade noch. Ja, aber guck du, auf kurz. Zieht sich sogar noch zurück. Muss da aufpassen, wird das nicht, dass er von der Seite geholt wird. Und dann wird er sogar von der Seite geholt. Eieieiei, was macht denn Uflex da? Wie können sie die Runde denn so abgeben? Gegen eine Full Eco! Bombe gelegt! Eieiei!
Und sie gehen in den Force, in den UMP Force. Jetzt haben sie den Druck auf ihrer Seite. Sollten sie die Runde nicht holen, kann MyRisk auf ein Draw erhöhen. So, Wolf. Er versprayt da wieder fast sein ganzes Magazin. Wenn er deswegen stirbt, dann, ja. Verdient. Aber er kann nachladen. Glück für ihn. So, macht er schon nochmal schön viel Schaden. Danny Cash ist komplett alleine auf... Nee, Quatsch. Sorry, Treffy ist schon am Verschieben. Alles in Ordnung. Danny macht den ersten. Wird dann gerefragt. Aber die Bombe muss noch gelegt werden. Und sie wird offen gelegt. Mutig von Kunibert. So zu legen. Schöne Flash. HPX und zieht rum. Wird gerefragt. Aber Wolf ist da. Und wir haben das Problem, wie ich eben schon angesprochen hatte, dass sie absolut kein Geld haben. Sie gehen wieder in den Force, haben kein Equip, bis auf zwei Personen. Der eine hat eine Mac-10, also das ist absolut nicht ideal. Gar nicht ideal. Rocco ist sogar drauf, aber kann da keinen Schaden machen. So, eben gerade wurde auf Twitter gepostet, dass einer unserer Vereinsmitglieder heute seinen Geburtstag feiert. An dieser Stelle nochmal alles, alles Gute an Christopher Chris Sinio, der schon sehr, sehr lange mein Mate ist und auch jetzt bei den Alphas als Stand-In mitwirkt und immer einen sehr guten Job macht. Also alles Gute an dieser Stelle. Lass dich feiern von deinen Freunden und Kollegen. Dein Team wird dir den Sieg, denke ich mal, widmen. Treffy macht den ersten, Treffy macht den zweiten. Damit Matchpoint Nummer 1 für Academy Alpha. Und die T's, sie haben halt wieder kein Geld, weil sie die ganze Zeit reinforcen. Treffy mit einem schönen Schuss. Treffy mit dem Spraydown. Macht Guglu auf 5 HP low, aber trifft ihn nicht zum Schluss. So, der Molotov fliegt richtig gut. Forst HPXen da raus. Der macht aber nochmal zwei Frags und damit ist das GG. Pause hinfällig. 16 zu 6. So, ich gehe in die Pause, damit ich schnell was trinken kann. Und dann hören wir uns gleich auf der zweiten Map DE Cash wieder. Bis gleich.